herzlich willkommen zu unserem nächsten Sportvideo hier aus der Backpacker Klinik. Ich möchte Ihnen im nächsten Clip ein paar Übungen zeigen, die Sie ganz wunderbar von zu Hause aus machen können, um sich fit zu halten. Dafür brauchen Sie im Grunde in erster Linie nur ein paar bequeme Kleidungsstücke und eine Gymnastikmatte. Und dann würden wir mit einem lockeren Warm-up beginnen. Legen wir los. Wir öffnen ganz locker die Beine, bewegen erstmal die Füße, machen uns von unten nach oben ein bisschen warm. Ganz locker von Seite zu Seite. Dann beginnen wir locker die Schulter nach hinten zu kreisen. Nimm die Ellbogen mit dazu. Und jetzt den ganzen Arm. Versuchen Sie gleichmäßig dabei weiterzuatmen. Vielleicht machen Sie auch schöne Musik an. Das spornt noch mal mehr an. Wir gehen zurück zum Ellbogen. Und wieder nur die Schulter. Wir bringen diagonal Knie und Ellbogen zusammen. Versuchen Sie schon aufrecht stehen zu bleiben. Wer Ellbogen und Knie nicht zusammenbekommt, kann auch die Handflächen nehmen. Dann tippen wir an die Fußspitzen. Und wir gehen diagonal an die Fersen. Jawohl. Einmal lockern. Dann machen wir nochmal die Hände wach. Öffnen und schließen. Nochmal kreisen. Gut, dann können wir im Grunde schon mit der ersten Übung beginnen. Wir machen einen Ausfallschritt, Oberkörper leicht nach vorne gelehnt, die Bauchmuskulatur kräftig anspannen und wir gehen mit dem Körper rauf und runter. Auch hier versuchen wir die Atmung gleichmäßig zu halten. Wechseln wir zur anderen Seite, auch wieder einen großen Ausfallschritt machen. Schauen Sie, dass Sie nicht nach vorne, sondern nach unten gehen. Bauchmuskulatur ist wieder angespannt, der Oberkörper leicht nach vorne gelehnt. Wiederholen Sie das so oft, dass Sie spüren, dass die Muskulatur der Oberschenkel gut gekräftigt worden ist. So, kommen wir schon zur zweiten Übung. Wir stellen uns hüftbreit, wir ziehen ein Bein ran, strecken es dann zur anderen Seite im Wechsel, vorne ranziehen, zur Seite. Im Standbein ein bisschen nachgeben, Oberkörper schön aufrecht halten und auch hier die Atmung fließen lassen. Dann wechseln wir zum anderen Bein, auch hier wieder ranziehen, zur Seite strecken. Ja, auch diese Übung machen Sie einfach so oft, dass Sie merken, dass Ihre Muskulatur ordentlich trainiert worden ist. Und dann gehen wir schon zur dritten Übung. Wir kommen in die Position
des Liegestützes. Wir drehen uns zur Seite nach oben auf, öffnen, schauen Richtung Decke, drehen uns langsam wieder zurück, drehen uns zur anderen Seite, halten einen Atemzug und drehen uns wieder zurück. Im Wechsel. Rechts, links. Die nächste Übung auf der Matte kann je nach Fitnesslevel auch variiert werden. Ich zeige Ihnen beide Varianten und Sie entscheiden am Ende einfach, welche Sie davon machen wollen oder nutzen sogar beide, je nachdem. Wir kommen zurück in die Position des Liegestütz, ziehen unter dem Bauch die Knie nach vorne. Das wäre die eine Variante, die Sie auch schneller nutzen können. Oder die anstrengendere Variante ist, über die Seite Knie Richtung Ellbogen ziehen, um auch nochmal hier die Bauchmuskeln ordentlich anzuspannen. Jawohl. Kommen wir nun zur letzten Übung. Dafür legen wir uns auf den Bauch. Das ist eine Rückenübung. Der Blick ist nach unten gerichtet, sodass die Halswirbelsäule in Verlängerung der restlichen Wirbelsäule besteht. Die Füße bleiben auf dem Boden. Wir nehmen den rechten Arm und das linke Bein, ziehen es in die Länge, setzen ab, wechseln. Versuchen Sie mal gleichmäßig weiterzuatmen, nicht die Luft anzuhalten. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Probieren Sie alle Übungen aus und versuchen Sie so viel zu trainieren, dass es sich gut anfühlt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Machen Sie es gut.